Wir ziehen uns Samadhi-Film Teil 2 rein. Es ist nicht, was du denkst. Und quasi die zweite Hälfte davon, ja. Die meisten Menschen müssen die Ebenen Pranas, des höheren Geistes und der nicht-dualen Glückseligkeit erst noch entdecken. Sie wissen nicht einmal, dass sie existieren. Ich liebe euch alle, egal ob ihr schwarz oder weiß seid, ich spiele keine Rolle. Yo, was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zu einer weiteren Reaction auf Leon Love Vlog Highlights und ich hoffe, bei euch zu Hause ist alles gut. Liebe geht raus an die Community und zwar ist es jetzt soweit, wir ziehen uns Samadhi-Film Teil 2 rein. Es ist nicht, was du denkst und quasi die zweite Hälfte davon, ja. Ich liebe euch, Freunde. Einer der geilsten Dokumentationen, die wir uns hier im Stream reingezogen haben, finde ich persönlich. Und deswegen, ja, pusht den Laden. Geht auch gerne auf das Originalvideo, lasst ein paar Daumen nach oben da. Schreibt hier ein Kommentärchen, abonniert den Kanal, lasst einen Daumen nach oben da. Und ich würde sagen, ich laber nicht groß rum, wir gehen direkt rein in den Peter, let's get it on. Und los. Samadhi ist der pfadlose Pfad. Der goldene Schlüssel. Es ist das Ende unserer Selbsterkenntnis. Das Erkennen der Selbststruktur, die die innere von der äußeren Welt trennt. Es gibt viele Modelle, die die Schichten oder Ebenen der Selbststruktur beschreiben. Wir wollen ein sehr altes Beispiel verwenden. In den Upanishaden werden jene Hüllen, die Atman oder die Seele schützen, Koshas genannt. Jede Kosha ist wie ein Spiegel. Eine Ebene der Selbststruktur, ein Schleier oder auch Ebene von Maya, die uns von der Verwirklichung unserer wahren Natur abhält, wenn wir uns damit identifizieren. Die meisten Menschen sehen die Reflexionen und glauben, dass diese sie selbst widerspiegeln. Ein Spiegel reflektiert die tierische Schicht, den physikalischen Körper. Ein anderer Spiegel reflektiert den Geist, deine Gedanken, deine Instinkte und Wahrnehmungen. Ein weiterer, deine Energie oder Prana, die du beobachten kannst, wenn du dich nach innen wendest. Ein weiterer Spiegel reflektiert dich auf der Ebene der Imagination, welches die Schicht des höheren Verstandes oder der Weisheit ist. Und dann gibt es die Schichten des Transzendentalen oder der nicht-dualen Glückseligkeit, die man erfährt, wenn man sich Samadhi nähert. Potenziell gibt es unzählige Spiegel oder Aspekte des Selbst, die man unterscheiden kann und die sich beständig ändern. Die meisten Menschen müssen die Ebenen Pranas, des höheren Geistes und der nicht-dualen Glückseligkeit erst noch entdecken. Sie wissen nicht einmal, dass sie existieren. Die Spitze des Eisbergs siehst du hier gerade. Diese Schichten erfüllen dein Leben. Heftiges Bild auch, ne? Aber du siehst sie nicht. Die versteckten Spiegel erfüllen unser Leben mehr als die sichtbaren Spiegel. Das zeigt doch so schön, wie eigentlich alles viel mehr ist als das, was wir sehen, so. Und dass das, was wir nicht sehen, eigentlich auch größer ist als das, was wir sehen, so. Wir fokussieren uns viel zu sehr auf die materielle Welt und auf die Dinge, die wir sehen können oder die wir denken können und versuchen nicht mal oder verstehen gar nicht, dass es noch etwas außerhalb davon gibt. Wir sind mittlerweile so heftig in dieser materiellen Welt gefangen, das ist wie die Matrix meiner Meinung nach, dass wir gar nicht mehr realisieren, dass es überhaupt eine Welt noch gibt, die nicht materiell ist. So. Das ist in der heutigen Welt verrückt, mystisch. Da bist du ein komischer Mystiker oder Esoteriker, weißt du? Wird so abgelächelt. Ach komm, der lebt in seiner Traumwelt, weißt du? Aber da, und es gibt auch einige, die in der Traumwelt leben und die einfach die Realität nicht akzeptieren wollen und sich dann flüchten in diese spirituelle Welt, sage ich mal so. Aber es gibt auch Leute, die einfach in dieser spirituellen Welt heftige Erkenntnisse machen und die dann mit in die materialistische Welt tragen und dann mit anderen Leuten teilen und einfach auch Menschen damit helfen können, so weißt du. Und deswegen dürfen wir diese Welt nicht ausblenden und nicht so arrogant sein und sagen, dass alle, die in diese Welt auch mal eintauchen, verrückt sind oder irgendwelche Mystiker oder irgendwelche verrückten Esoteriker, so weißt du? Fühle ich nicht. Aber sie sind für die meisten Menschen unsichtbar.
weil sie nicht vollständig vom Bewusstsein erleuchtet sind. Wie Indras Netz der Juwelen reflektieren sich alle Spiegel gegenseitig. Und die Reflexionen spiegeln jede weitere Reflexion unendlich wider. Eine Änderung auf einer einzigen Ebene wirkt sich gleichzeitig auf alle Ebenen aus. Boom. Einige dieser Spiegel bleiben unter Umständen im Schatten. Außer wir haben das Glück, einen kompetenten Führer zu haben, der uns dabei hilft, das Licht auf sie fällt. Die Wahrheit ist, dass wir nicht wissen, was wir nicht wissen. Jetzt stell dir vor, du würdest alle Spiegel zerbrechen. Dann gäbe es nichts, was dich für dich selbst reflektiert. Wo bist du? Wenn der Verstand stillsteht, hören die Spiegel zu spiegeln auf. Dann gibt es weder Subjekt noch Objekt. Aber verwechsle den Urzustand des Nichts nicht mit dem Vergessen. Das innewohnende Selbst ist weder etwas noch nichts. Die Quelle ist gegenstandslos. Es ist die Leere oder Stille selbst. Wow. Es ist die Leere, die die Quelle aller Dinge ist. Form wird als präzise Leere und Leere wird als präzise Form wahrgenommen. Diese Quelle ist der große Schoß der Schöpfung, erfüllt mit allen Möglichkeiten. Heftige Bilder, ich schwöre dir. Ich habe eben volles Bedürfnis gehabt, meine Augen zu schließen, einfach nur zu sein. So. Das ist wie eine Meditation für mich, die Doku. Es tut mir jedes Mal gut, da reinzuschalten, auf jeden Fall. Samadhi ist das Erwachen des unpersönlichen Bewusstseins. Es ist, als ob du träumst. Und wenn du erwachst, erkennst du, dass der Traum nur in deinem Kopf passierte. Wenn Samadhi verwirklicht wird, erkennt man, dass alles in dieser Welt innerhalb von Ebenen, auf Ebenen der Energie und des Bewusstseins krass, guck mal, wie das aussieht. Ziert. Alles ist wie Spiegel in Spiegeln. Träume in Träumen. Das Du, von dem du glaubst, dass du es bist, ist sowohl der Traum als auch der Träumer. Was wir in diesem Film auch sagen, versuche loszulassen. Versuche es nicht mit dem Verstand zu erfassen. Die Seele träumt. Sie träumt den Traum von dir. Der Traum ist alles, was sich verändert. Aber es ist möglich, das Unveränderliche zu erkennen. Aber nicht das limitierte Du, das lediglich eine temporäre Spiegelung ist, sondern dein echtes Du wird sich seiner wahren Natur bewusst. Diese Dämmerung der höheren Weisheit, der Embryo, Prajna oder Gnosis, ist das, was aus Samadhi erwächst. Entsprechend dem Buch Job Jogma entsteht die Weisheit aus dem Nichts. Dieser Aspekt der Weisheit ist unendlich klein und umfasst doch das ganze Sein. Doch die Weisheit bleibt unfassbar, bis ihr Gestalt und Form. Einfach meine Zirbeldrüse war aktiv gerade.
Das hat einfach voll gekribbelt hier gerade. Ich schwöre auf meine Mutter. Digga, was ein schönes Video. Digga, das löst so viel aus bei mir. Auch körperlich so. Die Existenz der Spiegel oder des Verstandes sind kein Problem. Im Gegenteil, die Irrungen oder die Apparation, dass wir uns selbst damit identifizieren. Diese Illusion, dass wir das limitierte Selbst sind, ist Maya. Die yogischen Lehren sagen, um Samadhi zu erkennen, muss man das Meditationsobjekt beobachten, bis es verschwindet. Bis du selbst in ihm oder in dir selbst verschwindest. Geil, Alter! Ich glaube, hätte ich das Video vor einem Jahr noch geguckt, hätte ich nicht verstanden, was der hier gerade erzählt. So. Aber ich bin mittlerweile auf dem Level, dass das alles, dass das Verständnis dafür so heftig ist. Also ich muss das gar nicht verstehen, ich fühle, weißt du? Obwohl die Sprache der unterschiedlichen Überlieferungen so unterschiedlich ist, so weisen sie im Kern doch auf einen Stopp der Selbstidentifikation und der egozentrischen Selbstaktivität hin. Buddha lehrte immer in negativen Begriffen. Er lehrte, dass man seine Bemühungen darauf konzentrieren sollte, an seiner Selbststruktur zu arbeiten. Er hat nicht gesagt, was Samadhi sei, außer dass es das Ende des Leidens wäre. Im Advaita Vedanta gibt es einen Begriff, der Neti Neti lautet und so viel bedeutet wie weder dies noch das. Menschen, die auf dem Weg zur Selbstverwirklichung wandeln, erkunden ihr wahres Naturell oder die Natur des Brahman, indem sie zuerst entdecken, was sie nicht sind. Fühle ich. Ähnlich dazu beschrieb im Christentum die heilige Teresa von Avila ein Gebet, das auf einem negativen Weg basierte, der Via Negativa, ein Gebet der Stille, Hingabe und Einheit, worin der einzige Weg bestünde, sich dem Absoluten. Boah, stell dir vor, du kannst irgendwo so sitzen und den Mond so nah sehen mit Wasser und so und Meer, Digga. Wow. Zu nähern. Durch diesen schrittweisen Prozess der Freimachung wirft man alles von sich ab. Was nicht dauerhaft ist, alles, was sich verändert. Den Verstand, das Ego-Konstrukt und alle Phänomene, einschließlich der versteckten Schichten des Selbst. Das Unbewusste muss transparent werden, um die eine Quelle zu reflektieren. Wenn es ein tieferes, unbewusstes oder selbstständiges Wissen gibt, dann bleiben unsere Leben in einem Labyrinth aus versteckten Mustern eingesperrt, das das unentdeckte Selbst beherbergt. Wenn alle Ebenen des Selbst als leer entlarvt werden, befreit man sich vom Selbst, wird frei von allen Konzeptionen. Dies ist ein Wendepunkt in deiner Entwicklung, wenn du begreifst, dass du nicht weißt, wer du bist. Wer nimmt das Atmen wahr? Wer erlebt Geschmack bewusst? Wer erlebt den Gesang, die Rituale, das Tanzen, die Berge? Bezeuge den Zeugen. Man muss auch mal sich einfach klar machen und überlegen, dass die Menschen von damals sich so extrem mit diesen Sachen auseinandergesetzt haben und wie weit wir davon weggekommen sind. So. Damals war das normal, sich als Mensch mit diesen Dingen auseinanderzusetzen. Das war Teil jeder heftigen Hochkultur. Das war sogar meiner Meinung nach der größte Teil dieser Kulturen. Weißt du? Die haben sich überwiegend mit diesen Sachen auseinandergesetzt. So. Und wir sind in eine heutige Welt, wir sind in einer Welt angekommen heutzutage, wo sich die meisten Leute nicht mal mehr ansatzweise mit solchen Sachen überhaupt auseinandersetzen. Berge, bezeuge den Zeugen. Beobachte den Beobachter. Wenn du zum ersten Mal den Beobachter beobachtest, wirst du nur das falsche Selbstbild sehen
Aber wenn du hartnäckig bleibst, wird es nachgeben. Das ist krass. Das ist auch in meiner geführten Meditation immer das Ziel. Also der führt dich erst dahin, dass du bewusst beobachtest und dann sollst du den bewussten Beobachter beobachten. Dann wird dir klar, dass du ihn eigentlich nicht beobachten kannst, weil du von ihm aus schaust quasi, aber so kommst du halt näher zu deinem wahren Selbst. Und das ist eine Sache, die powerful ist, mächtig ist. Frage direkt nach, wer oder was erlebt wird. Starr, stechend, penetrant, mit der vollen Kraft deines Seins. Es gibt kein Selbst, das erwacht. Es gibt kein Du, das erwacht. Wovon du erwachst, ist die Illusion des separaten Selbst. Du erwachst aus dem Traum des limitierten Du. Darüber zu reden, ist sinnlos. Es muss eine tatsächliche Abkehr vom Selbst geben, um direkt zu erkennen, was es ist. Und sobald dies erkannt wird, gibt es nichts, was darüber gesagt werden kann. Denn sobald du darüber sprichst, bist du wieder zu deinem Verstand zurückgekehrt. Ich habe bereits zu... Dies ist der yogische Schlaf. In dem Lied der Lieder oder dem Lied von Salomon aus der hebräischen Bibel bzw. dem Alten Testament heißt es, ich schlafe, aber mein Herz ist wach. Diese Erkenntnis des ewigen, unpersönlichen Bewusstseins spiegelt sich in den Worten Christi wider, wenn er sagt, ich rede nicht viel, weil ich nehme das auch selber auf, weißt du? Das tut mir sehr gut, mir das anzugucken und ich habe nicht so viel dazu zu sagen gerade und hinzuzufügen. Deswegen einfach genießen. Organischen Zustand, der mit der Zeit wächst. Ins Jetzt, ins Zeitlose, wird man mehr und mehr in die Richtung des Herzens, der Seele Atmans gelenkt, weg von der konditionierten Struktur. So befreit man sich vom niederen Geist. Man wird frei von pathologischem Denken. Die innere Verdrahtung ändert sich. Die Energie fließt nicht länger unbewusst in den alten, konditionierten Bahnen, weshalb man auch sagen könnte, man identifiziert sich nicht länger mit seiner Selbststruktur, mit jener weltlichen Formgebung und Gestalt. Samadhi zu begreifen, erfordert einen so großen Aufwand, dass es der totalen Selbstaufgabe bedarf. Einer so umfassenden Kapitulation, einer Gesamtmission für das eigene Sein. Mit aller verfügbarer Energie. Es ist eine Balance zwischen Aufwand und Aufgabe. Yin und Yang. Eine Art mühelose Anstrengung. Der indische Mystiker und Yogi Paramahamsa Ramakrishna sagte, suche nicht nach Erleuchtung, außer du suchst sie so sehr, als ob dein Haar in Flammen stünde und du nach einem Teich suchtest. Suche sie mit deinem ganzen Wesen. Während das Ego transzendiert,
braucht es viel Mut, Wachsamkeit und Ausdauer, um den Embryo am Leben zu halten. Disziplin vor allen Dingen auch so. Das fällt mir auch immer wieder auf. Um wirklich ein höheres Bewusstseinslevel zu erreichen, brauchst du eine heftige spirituelle Disziplin und musst halt wirklich versuchen, die Dinge, die dich davon abhalten, aus deinem Leben zu verbannen. Und es ist halt, wir leben halt heutzutage in einer Welt, wo wir extrem heftig mit diesen Sachen die ganze Zeit umgeben sind, sodass wir echt diszipliniert sein müssen, damit wir uns davon nicht ziehen lassen, so. Weil, wie er es auch gesagt hat, das ist erstmal nur eine kleine Flamme, so, und die muss beschützt werden, damit die nicht wieder erlischt, so. Weißt du? Das ist crazy. Um nicht wieder in die weltlichen Muster zurückzufallen. Man muss bereit sein, gegen den Strom zu schwimmen. Ja. Und gegen den unnachgiebigen Drang der Matrix und gegen die Schleifräder von Samsara ankämpfen. Das zieht halt auch extrem, weißt du? Das zieht halt einen auch. Das ist halt auch enjoyable, sag ich mal, die Matrix, Bro. Jeder Atemzug, jeder Gedanke, jede Handlung dient der Erkenntnis der Quelle. Samadhi kann weder mühevoll erfasst werden, noch mühelos. Lass ab von Anstrengung oder Nichtanstrengung. Sie sind Teil der Dualität, die nur in den Gedanken existiert. Die tatsächliche Erkenntnis von Samadhi ist derart einfach und so undifferenziert, dass sie ständig aufgrund der Sprache missverstanden wird, da Sprache von Natur aus dualistisch ist. Es gibt nur ein Urbewusstsein, das als Welt erwacht. Aber es ist versteckt hinter vielen Ebenen des menschlichen Verstandes. So wie die Sonne, die von Wolken verdeckt wird, verschwinden mehr und mehr Ebenen des Geistes, bis die wahre Essenz enthüllt wird. Während jede Ebene des Verstandes abgelegt wird, nennen die Menschen dies ein anderes Samadhi. Sie geben den jeweiligen Erfahrungen oder Phänomenen unterschiedliche Namen. Aber Samadhi ist so einfach, dass dein Verstand es immer vermissen wird, sobald du davon gehört hast und weißt, wie man es umsetzt. Es geht dann auch nicht mehr weg. So. Selbst wenn du dann denkst, so wie der eine Typ bei Matrix in dem Film, der dann wieder zurück in die Matrix rein möchte, so. Und alles vergessen möchte, weißt du, wie ich meine? Das ist eigentlich unmöglich, meiner Meinung nach, so. Es geht nicht mehr weg. Du kannst nicht mehr einfach so wieder komplett unbewusst sein und einfach das alles ausblenden, so, weißt du, es geht nicht. Wie wollen wir Worte und Bilder verwenden, um Stille wiederzugeben? Wie wollen wir Stille vermitteln, wenn wir ja doch Geräusche dafür verwenden? Anstatt Samadhi als ein intellektuelles Konzept zu zeigen, ist dieser Film ein radikaler Aufruf zur Inaktivität. Ein Aufruf zur Meditation, zur inneren Ruhe und zum inneren Gebet. Ein Aufruf, innezuhalten. Stoppe alles, was von deinem pathologischen Verstandesego angetrieben wird. Sei still und wisse. Niemand kann dir sagen, was aus dieser Stille entstehen wird. Es ist ein Aufruf, mit deinem spirituellen Herzen zu handeln. Es ist wie sich an etwas Früheres zu erinnern. Die Seele wacht auf und erinnert sich ihrer selbst. Sie war ein schlafender Passagier, aber nun erwacht die Leere.
und sie erkennt sich selbst als alles, was ist. Mit dem begrenzten Verstand kann man sich kaum vorstellen, was Samadhi ist. So wie man einem Sehbehinderten nicht sagen kann, was Farbe ist. Dein Verstand kann es nicht leisten. Der Verstand kann das nicht leisten. Samadhi zu verwirklichen, heißt anders zu sehen. Aber nicht, indem man voneinander getrennte Dinge erkennt, sondern indem man sie wie ein Seher wahrnimmt. Der heilige Franz von Assisi sagte, derjenige, den du suchst... Der heilige Franz von Assisi. Geil, wer war das denn? Der, der sucht. Wenn du einmal den Mond gesehen hast, erkennst du ihn in jeder Spiegelung. Das wahre Selbst war immer da. Es ist in allem. Aber du hast seine Anwesenheit nie realisiert. Wenn du das wahre Selbst jenseits von Verstand und Sinnen erkennst, wird es dir möglich, Ehrfurcht auf die profanste Weise zu erlernen. Du wirst die Ehrfurcht. Versuche nicht, frei von Wünschen zu sein. Denn schon der Wunsch, frei von Wünschen zu sein, ist ja schon ein Wunsch. Versuche nicht, still zu sein. Denn deine Bemühung erzeugt ja schon Schwingung. Erkenne die Stille, die immer und die allgegenwärtig ist. Sei du die Stille und verstehe. Wenn alle Wünsche aufgegeben werden, wird die Quelle freigelegt. Aber klammere dich nicht an sie. Die große Wahrheit, das Tao, ist nicht eins oder zwei. Ramana Maharshi sagte, das Selbst ist nur eins. Wenn es limitiert ist, ist es das Ego. Wenn es unlimitiert ist, ist es unendlich. Und die große Wahrheit. Wenn du glaubst, was gesprochen wurde, ist es an dir vorübergegangen. Wenn du es nicht glaubst, hast du es ebenfalls nicht mitbekommen. Glaube und Nichtglaube wirken auf der Verstandesebene. Sie erfordern Wissen. Aber wenn du eigene Untersuchungen anstellst, fühle den, Bro. Wenn du alle Aspekte deines eigenen Seins prüfst und herausfindest, wer die Untersuchungen eigentlich anstellt, wenn du dazu bereit bist, nach dem Prinzip zu leben, dass nicht dein Wille, sondern der höhere Wille geschehe. Ja, Bro. Wenn du bereit bist, Orte jenseits allen Wissens zu bereisen, dann erkennst du vielleicht, worauf nicht dein Wille, sondern der höhere Wille hinzudeuten versuche. Nur dann wirst du für dich selbst das tiefe Geheimnis und die Schönheit des bloßen Seins schmecken können. Stellt euch vor, Menschen würden anfangen so zu handeln, nicht in ihrem Sinne, sondern im Höheren, also für das Höhere quasi, so weißt du? Nicht aus dem Ego heraus, jeder nur für sich, sondern gemeinsam, wie die Welt dann aussehen könnte. Wunderschön. Es gibt eine andere Möglichkeit zu leben. Entdecke die heilige, unergründliche Seite in den stillen Tiefen deines Seins, die jenseits von Konzepten, Dogmen oder konditioniertem Handeln mit all ihren Vorzügen. Dies kann nicht durch Techniken, Rituale oder Übungen erlangt werden. Es gibt keine Anleitung dafür. Es gibt kein System. Es gibt keinen Weg zum Weg. Wie sagt man im Zen? Es geht ums Entdecken deines ursprünglichen Gesichts, bevor du geboren wurdest. Und nicht darum, dir selbst etwas hinzuzufügen.
Ein Licht geht in dir auf. Ein Licht, das die Vorstellung von deinem Selbst auflöst. Das Leben bleibt so lange unerfüllt und das Herz ruhelos, bis es sich in jenem Mysterium, jenseits von Name und Gestalt, endlich ausruhen kann. Die Leute, die hier noch mit am Start sind, sind auf jeden Fall geduldig und wahrheitssuchend so. Eigentlich, also das, ich ist mir schon bewusst auch, dass das jetzt kein heftiges Entertainment ist mit heftigen mystischen Verschwörungssachen und alles mögliche rechts, links. Das ist halt hier wirklich ein krasses Wissen, was auf eine ruhige Art und Weise mit ruhigen Harmonien und Melodien rübergegeben wird. So, das kann nicht jeder, gerade in der heutigen Welt. Deswegen für alle, die gerade hier sind, ich liebe euch. Ihr seid auf dem richtigen Weg und wir ziehen das zusammen durch. Wir werden die Welt verändern. Okay, Zitate und Mucke, ich küsse eure Zirbeldrüse. Das waren schon Schlussworte, was ich eben hier rausgeknallt habe. Geil. Das ist der Teil 2 jetzt auch abgeschlossen, meine lieben Freunde, ja? Feier ich. Sehr stark. Geile Dokumentation, Mann. Fühle ich komplett auf jeden Fall. Schreibt eure Sachen, schreibt eure Gedanken dazu in die Kommentare. Ich habe da gar nicht mehr so viel hinzuzufügen. Das ist eine Sache, die man fühlen muss. So, wie er das in dem Video selber auch gesagt hat, man kann das nicht wirklich jetzt erklären. Ich kann mich jetzt nicht hinsetzen und eine Zusammenfassung davon machen oder so, weißt du. Es ist eine Sache für alle Leute, die zugeschaut haben und da was im Herzen gespielt haben. Ihr seid auf dem richtigen Weg auf jeden Fall. Ich liebe euch. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin. Peace out. So, wir sind da.